Liebe Freunde von Neuland Thailand, wie geht es euch? Ich hoffe, es geht euch gut. Heute reden wir nochmals über das gelbe Buch, weil das ja ein bisschen, sozusagen ein bisschen eine Polemik ausgelöst hat. Also Polemik. Viele haben sich gefragt, für was braucht man das überhaupt? Andere haben gesagt, also das ist völlig ein nutzloses Ding, man braucht das nicht. Warum machst du das? Warum gehst du durch all diese Instanzen? Und ich möchte heute das ein wenig erklären, warum das gelbe Buch eventuell nicht für alle, aber für ein paar doch einen Nutzen hat. Weil das gelbe Buch ist hier sozusagen ein Nachweis für eine dauerhafte ein dauerhafter Wohnsitz eigentlich, wo du eigentlich bist. Und das Problem ist aber, dass ja und nein, also man braucht es nicht unbedingt, aber es kann doch einen Nutzen geben. Und den Nutzen erkläre ich euch jetzt in diesem Video. So, ich hoffe, es wird dich interessieren. Entschuldigung, weil ich weiß nicht, ich mache das zum ersten Mal hier mit diesem Ding hier und ich weiß nicht genau, wo ich hinschauen muss. Also ich werde dir das heute ein wenig erläutern, also mein Gedankengang, warum ich das gemacht habe. Willkommen zurück hier in Neuland Thailand. So, also einer der wichtigsten Punkte, finde ich, ist, dass du dir, wenn du das gelbe Buch hast, etwas ersparen kannst, und zwar diese ständige Wohnsitzbestätigung der Immigration, weil das ist ein kostenpflichtiges Dokument und man braucht das immer wieder, zum Beispiel wenn du ein Fahrzeug kaufen willst, wenn du deine ID verlängern möchtest oder deinen Führerschein. Also man braucht diesen Gang oder zur Immigration für diese Wohnsitzbestätigung immer wieder und du kannst dir das ersparen, wenn du das gelbe Buch vorweisen kannst. Also es geht da um Kosten und Zeit sparen. In einigen Regionen gibt es sogar die Möglichkeit, dass du dich beim regionalen Spital, Krankenhaus, ich sage dem immer Spital, ja, dieses Schweizerische in mir kommt immer wieder hervor, naja, das Krankenhaus, du kannst dich dort beim lokalen Krankenhaus melden und dich dort anmelden mit diesem gelben Hausbuch. Das ist nicht überall möglich, also man muss das schon ein bisschen abwägen, wo, und eben das müsst ihr dann selber feststellen. Und dann bekommt man so eine Karte von diesem Krankenhaus, wo man dann auch das Recht hat auf Hospitalisierung und man zahlt dann nicht den Fallangpreis, sondern den normalen Thai-Preis. Also das wäre zum Beispiel ein Nutzen dieses gelben Hausbuches. Dann manche Parks oder eben Zoos und solche Sachen, Freizeitaktivitäten und Parks, hast du die Möglichkeit, wenn du das gelbe Buch vorweisen kannst, das musst du natürlich immer wieder mitnehmen oder eventuell funktioniert das sogar mit einem Foto auf deinem Smartphone. Wenn du das vorzeigen kannst, dann bezahlst du auch nicht den Fallangpreis, sondern den Thai-Preis. Also da sparst du dir deine 50, 100 Baht, ich weiß auch nicht was, aber du kannst dir so ein wenig Geld sparen. Ein weiterer Punkt für alle Narzissten, das ist, dass das gelbe Buch sozusagen ein gutes Ansehen erweckt für die Thais, weil viele Thais sind darauf neidisch, sie haben nur das rote oder das blaue, whatever, und die sind dann ein wenig neidisch auf dieses gelbe Buch, weil das, die Farbe Gelb, das ist so die Königsfarbe der Royal Family und da gehörst du einfach dazu. Du bist besser akzeptiert. Also fast das für jemanden wichtig ist. Ja, was ich gestern noch vergessen habe zu sagen, ist, oder beim letzten Video,
ist, dass man noch die Heiratsurkunde natürlich dazu braucht. Also nicht nur den übersetzten Pass oder die übersetzte Geburtsurkunde und Beglaubigte, Geburtsurkunde, Beglaubigter Pass, doppelbeglaubigt, sondern man braucht auch noch die Hochzeitsurkunde übersetzt, oder besser gesagt, die ist ja schon in Thai, also man braucht eine Kopie der Hochzeitsurkunde, die musst du natürlich auch noch mitnehmen. Also diese drei Dokumente brauchst du normalerweise, um dich anzumelden bei deiner Gemeinde. Ein weiterer Vorteil, da wir Schweizer ja so beliebt sind hier in Thailand, echt beliebt, dass bei der nächsten Polizeikontrolle, wenn du das gelbe Hausbuch vorzeigen kannst und deinen Thai-Führerschein, dann wirkt das ein bisschen anders für die. Solange du nicht den Schweizer Pass zeigst. Es tut mir leid, aber es ist wirklich... Naja, und somit eben kannst du dich ein bisschen einschleimen und dich da ein bisschen, also für das braucht man eigentlich dieses gelbe Hausbuch. Das ist im Prinzip kein wichtiges Instrument, man muss es nicht unbedingt haben, aber falls du eben ein Fahrzeug kaufen möchtest auf deinen Namen und andere Behördengänge, Zeit und Geld einsparen möchtest, dann würde ich es dir trotzdem empfehlen. Also ich würde es dir wahrscheinlich so oder so empfehlen, es zu machen. Genau aus diesem Grund, weil das sind doch einige Gründe. Ja, und ich habe eure Kommentare gelesen. Vielen Dank für eure Teilnahme. Echt super, finde ich wirklich super, weil wir können uns hier wirklich austauschen. Und es kann ja auch sein, dass ich manchmal Scheiße erzähle. Man weiß es ja nicht, oder? Ja, wir Schweizer sind halt so. Ich bin ja kein Schweizer, aber sag's halt mal. Ich möchte mich auch ein bisschen einschleimen bei denen. Und es kann ja auch sein. Und darum ist es wichtig, oder, dass wir uns gegenseitig austauschen. Niemand ist perfekt auf dieser Welt. Aber eben, ich versuche es so perfekt wie möglich zu machen. Also, ja. Soweit mein Hirn das noch zulässt. Gut, also das wäre das alles über diese Geschichte dieses gelben Hausbuches. Und ich freue mich auf eure Kommentare. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Wo muss ich jetzt wieder schauen? Okay, bye bye. Danke.